Hey Leute, willkommen zum neuen Vlog. Wie ihr es vielleicht schon bei meiner Stimme hört, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Mich hat jetzt auch mal die Grippe erwischt. Scheiße, aber naja, ich bin schon mal wieder auf dem Weg der Besserung. Ich hoffe, man versteht, was ich sage. Heute machen wir mal den Test. Ich filme heute mal mit der Legria, also mit einer anderen Kamera, um einfach mal auszutesten, ob der Sound besser ist. Wahrscheinlich ist er sehr schlechter, weil meine Stimme nicht richtig hört, wegen der scheiß Erkältung. Aber ja, und ob das Bild halt auch besser ist. Deswegen gebe ich euch mal ein kleines Update zu dem 60p mit der Wabikusa Wall. Da hat sich nämlich jetzt einiges getan, und zwar. Wie man sieht, ist mein Plan aufgegangen. Ich hoffe, man sieht es auch. Die Korkenzieherweide treibt neue Triebe aus. Oh shit, ich hoffe, man sieht das ja. Das spiegelt ja alles so. Seht ihr es? Ich hoffe ja. Ja, also wie gesagt, Plan ist aufgegangen. Das Ganze läuft auch ganz gut jetzt nach knapp 2 Wochen oder sowas. Die Pflanzen entwickeln sich auch ganz gut. Und durch die Solar-RGB, also durch die ADA-Lampe, die ordentlich Power hat, werden die Pflanzen von den Farben her auch richtig schön. Ja, also so viel zum Update für das 60p mit der Wabikusa Wall. Ach genau, vielleicht kann ich euch mal zeigen, was ihr hier seht. Mann, warum spiegelt das hier so? Hier dieser Bakterienrasen, der bildet sich jetzt natürlich auch noch überall ein bisschen. Verschwinden auch von alleine. Ein bisschen Fusselalgen haben wir auch drin, aber die verschwinden auch bekanntermaßen von alleine wieder. Ja, und hier sieht man jetzt nochmal, wenn ich versuch mal, ja, genau, jetzt sieht man es. Da treibt die Korkenzieherweide schön neue Triebe aus. Das ist das, was ich erreichen wollte. Eigentlich wollte ich das hier oben erreichen, aber ich denke mal, das wird sich auch noch ergeben im Laufe der Zeit jetzt. Ja, das Aquarium könnt ihr auf jeden Fall auf der Messe Tierwelt Magdeburg euch in der Escapers Lodge angucken. Und was wollte ich euch noch zeigen? Ach genau, das Froschpaludarium wollte ich euch nochmal zeigen. Das steht nämlich hier. Ich hoffe, man sieht es jetzt mit dem blauen Licht. Da haben sich die Pflanzen auch super geil entwickelt. Ich nehme mal hier den Deckel ab. Die Progostoma zum Beispiel, die fängt nämlich an zu blühen. Wie man hier sieht. Genauso wie diese Bacopa oder was das hier ist, die blüht nämlich auch schon. Wo ist eigentlich der Frosch? Ach, da ist der Frosch. Da hinten sitzt er. Frosch, sag mal hallo. Ich habe immer noch keinen Namen für den Frosch. Ich würde sagen, wir nennen ihn einfach Paul. Der ist jetzt Paul ab jetzt. So, das ist Pauls neues Zuhause. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Paludarium findet. Ob ihr da noch irgendwas verändern würdet oder ob ihr es so lassen würdet. Ansonsten, ja, das war jetzt ein kurzes Update mal von den zwei Aquarien. Beziehungsweise von den Paludarien. Paludarium, Aquarium, keine Ahnung, wie auch immer. Und ja, ich melde mich einfach wieder mit dem nächsten Vlog aus dem Zoo & Co. Zeige euch, was wie das abgeht, und schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, ob ihr das mit der Kamera besser findet oder schlechter findet als mit der GoPro. Jetzt mal abgesehen von meiner Stimme, die gerade nicht so ein bisschen angeschlagen ist. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kurz, aber knapp. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Macht's gut, bis dann, haut rein.